Hallo und willkommen zurück zu Underrail und wir sind noch auf dem Weg zum Powerplant, um da den AI Accord zu bekommen, was ich auf einer Wiki nachgelesen hatte oder nachgeguckt hatte, wo es den gab und da stand halt bla 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 findet man im Power Dings. Mehr habe ich mir dazu auch nicht angeguckt, aber ich wollte jetzt hier nicht stundenlang umherirren, um dieses Ding da zu suchen. Das kann ja sonst so, als hätte genauso gut, hätte das irgendein Item sein können, was irgendwo im Regal liegt. Das hatte ich eigentlich sogar vermutet. Das ist so ein bisschen das, der Nachteil an der ganzen Geschichte. Ich meine, das ist zwar sehr schön, dass die Karte hier riesig groß ist, aber dadurch, dass man keine Fast-Travel-Option oder so hat, hat man natürlich sehr lange Wege und dadurch, dass auch die Quests selten sehr präzise sind, also beispielsweise das, wo wir dieses Ding in Core City verstecken sollten, das habe ich zwar so selber per Zufall direkt gefunden, aber damit hätte man genauso gut auch Stunden verbringen können, ohne dass das erfolgreich gewesen wäre. Na gut, jetzt gucken wir hier mal, wo es denn noch weitergeht. Denn ich hatte hier ja eigentlich nichts mehr weiter gesehen. Da ist halt gar nichts. Wir haben diesen Industrieroboter. Ich gucke hier unten nochmal. Vielleicht ist das auch in irgendwelchen Robotern, die ich abgeschossen habe und nicht gelootet habe. Bezweifle ich allerdings. Da ist nichts, da ist nichts. Schwupp, machen wir hier mal gerade wieder. Da können wir außerdem ein bisschen Energie reinhauen. Ja, da ist soweit nichts. Bei dem Aufzug geht es natürlich hoch. Hier haben wir insgesamt drei Zonen. Da unten könnte man nochmal hin. Das könnte vielleicht nochmal aufgehen. Ja, fixen werden wir das nicht können. Da kommen wir her. Da lag, glaube ich, nur mal ein Schlüssel drin. Hier hinten haben wir natürlich noch die Turrets. Da müssten wir hier das Power-Ding nochmal disablen.
Wobei ich auch nicht sicher bin, was das überhaupt macht. Ich laufe jetzt da mal durch und guck mal, wo wir rauskommen, aber eigentlich dürfte das ziemlich eindeutig sein. Man, kann zwar sein, dass da noch eine Zone. Genau, ist aber keine noch eine Zone dazwischen. Ah, Open Gate to Iris Core. Da müssen wir rein. Das habe ich irgendwie übersehen. So. Dann wollen wir mal. Dann wird hier wohl auch der Verrückte sein. Erstmal den. Sauber. Okay. Kaputt. Noch ein Sentry Bot. Machen wir den noch kaputt. Damit machen wir sicher die Türen auf. Oder auch nicht. Ah, hier unten sind auch noch zwei. Versteckt. Why do you want to murder father? Why?
What did he ever do to you? Exit. Wie wär's mit aufgehen? Ach, da oben ist was offen. Die gehen nicht auf. Father taught me everything. He taught me how to repel the invaders. That is what I've been doing all these years, erasing them from existence. Erasing. But then you came along. Come along. Aha. Und jetzt? Jetzt ist hier unten das auf. Why? He's a good man. He's someone who creates. You are someone who destroys. Destroys. I will not let you murder him. Speichern wir mal lieber. Murder. Wir, das sind Industrieroboter. Ja, das sieht erstmal gar nach gar nichts aus. The screen is blank. End dialogue. You stand in front of a large holographic projection of a female face. Her expression is the epitome of pure rage, misshapen by a frown so intense it bleeds red light all over the room. Aggravated eyes focus on you, with the likeliness of an imprisoned psychopath staring at her jailer. Infuriated to have found herself in such a demeaning position, a faint sound of grinding teeth mixed with static noise comes from all directions. It soon reaches near-deafening volume, clipping horribly as it reverberates across the room. You still live! No! No! Static. No! How could this be? I have terminated all your predecessors with 100% success rate. I kept Father safe from all outside malevolence. And now it is here, brought in by a statistical anomaly. That is you. No, no, I cannot stand your presence. I will not allow you to murder him. Why do you want to murder him? Why? Despite what you may think, I'm not here to kill your father. I just want to teach Chort, and to do that, to reach Chort, and to do that, I need to come here. I need core for a repair bot. Stop this nonsense! I need to redirect power to other sections of Deep Caverns. You attacked me as soon as I entered, and with that, gave me no other option but to respond in the same manner. I'm here to help you. All I care about is having control of the power station for my own purposes. They're of no interest to you, and as long as you quit your rambling and stay out of my way, I won't unplug you. Yes, I'm here to murder your father, and because your bad behavior, I'll even go one step further. I will cut him into pieces and smear his blood across every single camera in this facility. As for his remains, I'll leave that here to rot right in front of you. Just point me where he is and so I can start. I'm not here to kill your father, I just want to reach Chort. And to do that, I'll need to come here and need a core for a repair bot.
Stop this nonsense. How dare you? Do you think I cannot see through your deceptions? I will never yet let you harm him. Fighting is over. I'm not here to murder your father. This insanity has to stop. Haven't you wasted enough of your machines and achieved nothing? No, you are not leaving this room alive. Give me your best shot. Na ja gut, da kann ich einfach vorweglaufen, ne? Mal viel aushalten tun die auch nicht. Na, es geht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die genau schießt. So dürfte sie nicht angreifen können. Oh! Oh! Okay, die sind auch aufgegangen. Gucken wir mal gerade. Plasma Sentry. Ja, die sind okay, die tun nicht viel. Die, der Industrial Bot macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Shit, habe ich ja nicht gespeichert? Gibt's doch nicht. Aber eigentlich sicher, dass ich gespeichert hätte. Arsch. Den hätte man anscheinend auch persuaden können, aber dafür reicht mein Skill dann doch nicht aus. Ich habe leider nur zwei. Ne, hier habe ich auch noch 10. Na, benutzen wir die halt. Vielleicht habe ich hier auch noch ein paar Granaten, Minen drin. Soft Foam Padding, nicht schlecht. MP-Minen, naja. Was brauchen wir denn für eine EMP-Granate? Mine? Werde ich nicht genug Electronics für haben. Dann nach hier unten, dann werde ich gleich erstmal überall Fallen hinlegen. Das Ding muss ich einmal reparieren. Ach, ich hatte... Naja, jetzt kann ich mich erinnern. Jetzt kann ich es mir auch sparen. Ich hatte einen komplett neuen Spielstand angemacht. Ich hatte bloß nicht auto gesaved. Egal. So, jetzt haben wir das sowieso neu durch.
Die Türen hinten sind noch alle zu. Aber da werde ich jetzt noch Fallen hinlegen. Ob da was kommt, ich weiß es nicht. Da kam, glaube ich, was raus. Ja, mit Sicherheit auch. Ja, meine Fallen werden nicht ausreichen, fürchte ich. Dann hier unten müssen auf jeden Fall auch noch drei hin. Mach mal ein bisschen weiter höher. Okay. Jetzt habe ich noch diese drei Fallen übrig. Sentry Bot is trapped. Ja, und der auch. Hätte ich vorher noch mal aufladen sollen. Kann ich direkt wieder laden. Da muss schon halbwegs was sitzen, sonst kann ich das vergessen. Ich werde noch das hier aufladen. Aha. Poison Bolt macht überhaupt keinen Sinn. Nehmen wir da den hier noch hin. Ich kann auch mal, und ich glaube, ich kann die Konsole nicht benutzen. Solange wie hier. Ja, not while in combat. Vielleicht sollte ich auch erstmal die Sentry Bots ausschalten. Ah, ich habe den Spezialbolzen vergessen. Not enough Action Points? What? Ach so, weil ich das eben schon verwendet hatte. Okay.
Feuer. Wieso hat... Achso, weil er gestunt war, klar. Bei dem mache ich leider zu wenig Schaden. Wir sind jetzt aus den Fallen raus. Da ist auch noch so einer. Ist schon ein bisschen hardcore. Da rein darf ich nicht. Da ist auch noch so einer. Pff, nee, also ich sehe nicht, wie man... Wenn jetzt hier noch mehr Kämpfe von dieser Art kommen, dann... habe ich aber so ein kleines Problem. Ich meine, das hier geht natürlich, wenn ich mir einfach mehr Fallen hole. Aber es kann ja auch irgendwo nicht der Sinn sein. Wie soll man das denn schaffen, wenn man nicht so viele Fallen hat? Also das ist, das geht nicht. Nehmen wir die wieder, oder ich leg mal alle Fallen hier hin, die ich habe. Und da muss ich neue Fallen holen. Ob da jetzt Gegner rauskommen, weiß ich noch nicht mal. Man müsste sich auch noch andere Fallen dazwischen legen. Möglichst. Irgendwelche Sprengfallen. Also ich werde jetzt erstmal ordentlich einpacken und Minen und so weiter mitnehmen. Und damit ich nicht x-mal hin und her laufe, werde ich jetzt hier gerade auch noch das Science-Labor mit Strom versorgen. Vielleicht hätte ich auch das Ganze mit der ersten Dialogoption gerade biegen können. Ich denke zwar nicht, aber ich probiere es gerade mal. Also,
ich hier gerade mal auf Seite bin. Speichere ich hier nochmal, dann lade ich das andere mal und teste das immer kurz aus. Mörder. Kann man auch nichts machen. Nö, da sehe ich keine andere Möglichkeit, als die alle umzubringen. Residential Block braucht man nicht mehr. Mutagen Tank. Ich glaube, B war kaputt, oder? Ja. Warehouse Block 2. Weiß ich nicht, was mir das überhaupt bringen soll. Main Research Complex. Jo. Jetzt habe ich auf jeden Fall bei diesem Research-Dingen Saft hingebracht. Jetzt kann ich da noch hin und die letzten drei Dinger mal analysieren. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zurücklatschen. Analysieren, die Sachen mit, also die Minen holen und dann wieder zurücklaufen. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Weg. Ich komme aber ja auch im Warenhaus vorbei. Genau zu sein, dürfte das hier drunter schon sein. Oder zwei drunter. Ne, hier drunter müsste das sein. Ne, zwei drunter. Doch, hier drunter. Okay. Dann guck mal hier mal, ob wir da noch Minen haben. Die könnte ich nämlich dann direkt rüber transportieren. Ich speichere mal, weil hier wahrscheinlich wieder so unsichtbare Typen rumlaufen. Ich kann noch mal gerade das hier nutzen. Da ist soweit nichts. Das waren vor allem Dingen nur Schusswaffen und Rüstungen.
Da haben wir EMP-Granaten. Die nutzen mir aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Bypasses Resistances and Shields. Stun for 2 turns. Die könnten vielleicht trotzdem helfen. Was haben wir denn hier noch in meiner Stuff-Ablage? Platten. Aber die waren 117, zu hoch, als wenn ich die verarbeiten könnte. Dann bringen wir die... Naja... Dafür jetzt da hin und her laufen, ist auch etwas blöd. Ich lege die jetzt hier mal ab, die Sachen. Und dann kann ich beim... Nachher mal... Die für die letzte... Strecke kann ich mich überladen. Dann können wir ja links mal noch in das Ding rein. Vielleicht waren da auch noch welche. Das Problem bei den Minen ist bloß, dass man da natürlich aufpassen muss, dass die sich nicht gegenseitig triggern. Da werde ich, glaube ich, auch keine draus bauen können. Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Nichts. Kommen wir hier wieder raus. Auf der anderen Seite sind aber auch noch einige locker, da kann ich auch noch rein. Alles empty, also habe ich schon ausgeräumt. Da haben wir nochmal Stuff. Ist aber auch nichts von Relevanz. Schade, schade. Okay.
Und meine Möglichkeiten sind natürlich hier auch verhältnismäßig begrenzt. Also wenn ich hier kein... Naja, ich weiß nicht, was der Händler im Angebot hat. Theoretisch kann man sich ja unendlich Geld produzieren, weil unendlich Leute sind hier als Gegner da. Und ja, EMP-Minen. Ich nehme das mal. Das funktioniert. Also die kleinen kann ich damit schon bauen. Dafür habe ich nichts. Ach, da muss ich jetzt durch, um zum Labor zu kommen. Das ist natürlich hier verhältnismäßig eine ungünstige Position. So, durchgestohlen. Dann werden wir hier mal gerade die anderen Dinger noch analysieren. Io 3 MR K7 J. Sehr kleines Ding. Was Neues rein tun. Echo 3. X0 CM
V4 minus NQ. Also die braucht man für die Fallen. Ja, und das letzte. Helikon 2 NJ LQ G 9 V 4 IJ X 0 GG minus HN. Atomic Sequence Database. Ja. Was haben wir hier noch? Nichts, was ich brauchen könnte. Auch nichts. Ich weiß ja, dass ich die Minen und so vorher nicht immer mitgenommen habe. Weil es eben auch gar nicht nötig war. Mal hier noch in dem kleinen Räumchen nach. Okay. Wie hießen die? Secondary Electromagnetic Discharger. Ach, okay. Hätte ich natürlich schon vorher machen können. Die muss ich bloß dafür aufsplitten. Bloß habe ich davon ja grundsätzlich nicht so viele. Das sind nur Granaten. Kann man aber auch mal nehmen. Minen. Battery. Die anderen kann man auch verwenden. Spielt ja auch keine Rolle. Okay, dann ist das hier der limitierende Faktor. Electromagnetic Discharger. Das sehe ich aber auch keine. Da müsste ich noch mal in dem Warenhaus gucken. Hm.
Die sind da eigentlich unnötig. Ich schätze, mehr als eins macht bei mir auch keinen Sinn. Ja, das braucht nämlich schon Electronics 70. Das braucht 25. Also ich kann maximal 5 Stück davon bauen. Wegen diesen 5 Dingern. Dann lege ich mal weg, was ich nicht brauche. Moment, das hier lege ich da rein, weil das ein gutes Dingen war. Das hier ist quasi alles Müll. Eine Frag Mine. Gucken wir auch mal, ob wir was draus bauen können. Mine. Mine Case, Primary Explosive. Ein Secondary Explosive. Magnesium. Ich weiß nicht, ob Magnesium das einzige ist. Magnesium kann man da gar nicht verwenden. Aber da hatte ich auch was im in dem einen Camp gehabt. Da könnte ich eventuell auch noch was bauen. Okay, also packen wir hier den Kram weg. Müll. So, kleine Energy Sources würden auch reichen, habe ich aber hier auch keine mehr. Was haben wir denn hier noch? Eine Mine, 19, da sind noch zwei. Haufenweise Fallen. Jetzt bin ich überladen. Das, die Mine, die lasse ich mal. Die, ja, lassen wir mal. Das ist auch ziemlich stark. Ja. Ich habe jetzt 30 davon, dann kann ich die eigentlich weglegen, weil die anderen, die werde ich auch für die Mine verbrauchen können. Ne, geht nicht. Das müssen die anderen sein. Okay, dann haben wir Shockballs. Shockballs sind auch sehr gut. Ja, ich glaube, damit bin ich erstmal 161. Da kann ich natürlich dann auch nicht mehr vorbeischleichen. Da können wir wieder 20 von weglegen. Davon brauchen wir auch nicht so viele. Aber
Das Gewicht ist natürlich immer noch viel zu hoch. Was auch an diesen 37 Fallen liegen dürfte. Immerhin haben wir davon genug. Jo, dann treten wir den Weg zurück an. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, mehrfach zu laufen. Deshalb nehme ich den etwas längeren Weg und humpel da durch. Das dauert natürlich jetzt gut lang. Im Schneckentempo. Ich weiß gar nicht mehr, was in dem Sektor war. Das ist mir nix. Sind die Minen? Die Cases, die wiegen 1,5, die wiegen 2, also hat man keinen Gewinn durch das Verbauen wahrscheinlich. Da runter müssen wir. Da liegt nochmal Stuff. Vielleicht ist das ein bisschen mehr gesammelt. Nein. Gut, die Fallen kann natürlich jeder legen mit Required Skill 0, aber ich weiß nicht, ob die Roboter dann auch da drauf fahren. Wobei, wenn sie nicht da drauf fahren, kommen sie auch nicht. Also sie müssen ja da drauf fahren, wenn ich die Wege damit versperre. Also eigentlich muss man das mit jeder Skillung so weit schaffen können. Bloß, shit. Okay, das hat mir mal gar nichts gebracht. Müssen wir den noch weiteren Weg. Also von hier nach links. Ich höre mal das Schleichen auf. Hier läuft ja gerade auch keiner rum. Und ja. Dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen und dann laufen wir beim nächsten Mal wieder zurück. Können wir dann noch näher ran? Sauber. Also Schnitt und bis zum nächsten Mal.